Dieses Jugendbild werden wir wahrscheinlich jetzt verschwinden lassen. Meine Damen und Herren, Herr General, nochmal ganz herzlichen Dank für die Einladung und für die Gelegenheit, hier vorzutragen. I will just pick up what you really said. Some of the last thing was that commanders should sometimes listen to professionals. And what I'm talking about is more or less also about the question of listening to professionals. Auch ich spreche über die Frage professioneller Beratung. In diesem Fall geht es um militärische Beratung. Nur so, könnten wir das Video hier, den Bildschirm ausschalten, bitte? Geht das, die Regie oder sowas? Brauchen Sie womöglich das dazu? Ja, und den hier vor allem, der ist mir egal. Ja, prächtig. Der soll auch weg. Genau, gut. Ich stehe ja vor Ihnen. Ich glaube, das ist nicht notwendig, dass Sie mich zweifach sehen. Das könnte ja auch verwirrend wirken. Ich möchte beginnen mit zwei militärischen Ratschlägen zum gleichen Inhalt, zum gleichen Krieg. Und von zwei amerikanischen Generalen. Der eine lautete: Once war is focused upon us, there is no other alternative than to apply every available means to bring it to a swift end. War's very objective is victory, not prolonged indecision. In war there is no substitute for victory. Zu dem gleichen Krieg sagte ein anderer amerikanischer General: In the opinion of the Joint Chiefs of Staff, this strategy would involve us in the wrong war, in the wrong place, at the wrong time and with the wrong enemy. Militärischer Ratschlag. Das eine war Douglas MacArthur, der aufgrund seiner Positionierung dann auch sein Amt verlor. Das andere war Omar Bradley, damals der Chairman Joint Chiefs of Staff. Es zeigt, und das wollte ich als erstes deutlich machen, die Perspektiven auf militärische Beratung und den militärischen Ratschlag sind nicht einfach. Und man kann auf jeden Fall zwei Ebenen unterscheiden. Die eine dreht sich um den Vollzug des Krieges, also wie er geführt wird, erfolgreich geführt wird. Und der andere geht um den Gebrauch des Krieges als Mittel zum politischen Zweck. Beides bedarf eines militärischen Ratschlages, aber die dahinterstehende Logik kann unter Umständen sehr unterschiedlich sein, wie dieser Dissens, den dann Truman ja auflöste durch die Ablösung des Ersteren, kann zu einem Dissens führen. Ich möchte aus meiner Perspektive Überlegungen zu militärischen Beratungsleistungen für die politische Entscheidungsebene Ihnen vortragen und dieses ein bisschen in den Zusammenhang des Ukraine-Krieges stellen mit den zwei Caveats. Erstens das, was ich sagen kann. Da gibt es, wie Sie sich vorstellen können, die ein oder andere Einschränkung. Und zweitens natürlich, soweit ich überhaupt genau darüber Bescheid weiß. Das ist der zweite Punkt, der für solche Dinge natürlich gilt. Ich will ein paar Kernaspekte ansprechen und ich denke, die beziehen sich eigentlich auch ganz schön auf den vorhergehenden Vortrag mit einem ausgesprochen präsenten, medial höchst begabten Präsidenten. Wir haben es hier mit ausgesprochenen verschiedenen Expertisen und Kulturen zu tun, die im Rahmen der gesamtstaatlichen Strategieentwicklung bei Kriegen oder Konflikten in einem Staatsgebilde aktiv werden. Und es geht in meinen Augen in einem ganz hohen Grade um die Problematik, die mit der Gestaltung eines Dialoges dieser verschiedenen Expertisen und Kulturen mit dem Ziel einer Problemlösung, die sich diesem Staat stellt, wie wir das hinkriegen. Dahinter steht, ich habe das, glaube ich, in dem Panel schon mal angedeutet, eine Frage, die wir, glaube ich, nicht so gerne mehr stellen. Es ist die Frage, wem gehört eigentlich der Krieg? Wir stellen sie deshalb nicht oder in westlichen Gesellschaften selten, weil sie erst einmal einfach durch die Verfassung geregelt ist. Ja, und zwar normativ und faktisch und auch keiner von uns ansatzweise daran denkt, diese Festlegung, wem der Krieg gehört,
überhaupt in Frage zu stellen. Aber dahinter verbirgt sich natürlich trotzdem eine Frage der Handhabung in der Praxis, die in keiner Weise das Primat der Politik in Frage stellt, aber eben doch sagt, aber wie gehen wir mit den verschiedenen relevanten Expertisen im Falle eines Krieges oder eines Konfliktes denn dann wirklich um? Auf den Ukraine-Krieg bezogen aus deutscher Perspektive ist natürlich die zentrale Frage über den Erfolg oder Misserfolg einer militärischen, also russischen Intervention, Invasion in einen neutralen Raum zwischen der NATO und Russland als ein Mittel geostrategischer Veränderung. Alle diese Aspekte spielen für uns eine Rolle und wir haben eigentlich zu diesen Einzelaspekten Position. Kriegsziele, jetzt gehe ich ein bisschen in den Bereich der Vermutung. Bei Russland ist das nur vordergründig sehr eindeutig. Es ist das Niederwerfen und oder der territoriale Gewinn im Raum der Ukraine. Es ist das Zurückdrängen des Westens, ganz fraglos. Und es ist sicherlich auch das Schwächen oder idealerweise die Spaltung der NATO an dieser Frage. Für die Ukraine ist das Kriegsziel als angegriffenes Land relativ einfach. Es geht um die Herstellung der territorialen Integrität, wie wir das auch gerne in Übungen so mal als Zweck vorweg formulieren. Bei Deutschland ist es natürlich kein Kriegsziel, da wir uns ja nicht im Krieg befinden. Aber man kann auch nicht sagen, dass wir völlig abseits eines Konfliktes stehen würden. Für uns geht es natürlich tatsächlich um die Wiederherstellung der Ukraine, auch aus dem Grund unseres Glaubens und unseres Wollens, dass eine internationale regelbasierte Ordnung die Grundlage der Weltordnung ist. Es geht parallel um die Abschreckung Russlands aus der Perspektive Deutschland als Mitglied der NATO. Und in diesem Zusammenhang spielt natürlich Bündniskohäsion eine große Rolle. Auch hier möchte ich nur ansprechen, dass die Kriegsziele natürlich einer Veränderung über den Kriegsverlauf unterliegen können. Das ist ganz klar. Das ist natürlich eine dynamische Geschichte. Und es ist natürlich nicht so, dass ein Kriegsziel am Anfang formal festgelegt wird und das hält dann den gesamten Krieg drüber hinüber durch, sondern es kann natürlich von den kriegsführenden Parteien angepasst werden. Sie festzulegen, es zu definieren, ist eigentlich eine ganz wesentliche strategische Herausforderung, wenn es um Kriege und Konflikte geht. Sich die Zielsetzung über die Zielsetzung im Klaren zu sein, sie auszuloten und sie festzulegen, ist in meinen Augen eine strategische Kernfrage, die Gruppen, die sich mit Strategie beschäftigen, die strategisch denken, die strategische Hinweise geben, beantworten müssen. Und am Ende müssen Staaten auch da zu einem inneren Konsens kommen, wie sie das sehen. Beratungsleistungen, die das Militär nun hier einbringt. In meinen Augen gibt es zwei Bereiche, in denen die politische Seite beraten wird. Das eine ist tatsächlich der Einsatz von Gewalt zur Erreichung politischer Ziele. Das mag von Staat zu Staat unterschiedlich sein. Für Deutschland ist das ein Thema, dem sich die Politik, sage ich mal so, nur mit ganz langen Zähnen nähert, weil wir normativ natürlich erklären, Entschuldigung, die Verfolgung politischer Ziele mit Gewalt ist keine Option für Deutschland, es sei denn, man zwingt es uns auf. Das macht wahrscheinlich westliche Demokratien etwas verwundbar, weil sie deshalb eine gewisse Scheu davor haben, eine sehr offene Diskussion über die Frage zu führen und anderen die Anwendung militärischer Mittel auch nicht zuzutrauen, um politische Ziele zu erreichen. Ich glaube, dass das sehr weit verbreitet war vor dem Ukraine-Krieg, dass man am Ende gesagt hat, das kann doch nicht wirklich sein, dass die Russen das machen, weil man das doch heute nicht mehr macht. Doch, kann man nur sagen. Doch, man macht das auch heute noch. In der Realität allerdings ist die Beratungsleistung natürlich viel höher tatsächlich zum Wesen der militärischen Mittel. Und die Fragen werden dort zum Teil sehr, sehr detailliert. Sehr, sehr detailliert. Das sollte man der Politik in meinen Augen auch nicht vorwerfen, denn diese Details spielen am Ende in der politischen Diskussion halt eine Rolle. Ich komme da später noch
zurück. Aber diese Diskussion um die Mittel und ihre Bewirtschaftung, ihr Management sind halt der Friedensdienst, der den meisten Armeen, Herr Professor Schufdan, für die israelischen Streitkräfte gilt das nicht so in dieser Form, aber für die meisten Armeen dominiert halt der Friedensdienst die Realität. Und die Herausforderung ist, wie komme ich aus dem Friedensdienst denn dann in den Konflikt- oder Kriegsmodus? Ich würde schon behaupten wollen, dass wir eine Gefahr haben, die sich auch zum Teil realisiert hat, einer institutionellen Überbetonung von Managementkompetenz und eine Zurücknahme der Gewichtung und der Bedeutung von strategischem Denken als Konsequenz dessen, was wir wirklich tagtäglich tun. Nun ist es allerdings wieder so, dass ministerielle Stabsarbeit, zumindest in Deutschland, keineswegs der militärischen Stabsarbeit entspricht in Ablauf und Formaten, auch wenn der ein oder andere das glaubt. Und es ist wiederum sehr unterschiedlich von betriebswirtschaftlichen Managementverfahren, aber in modernen Streitkräften laufen alle drei Dinge auf bestimmten Führungsebenen ineinander und produzieren auch gewisse Konflikte. Ich sprach von den unterschiedlichen Kulturen. Und es ist nicht leicht, da man alles drei braucht, hier zu einem System zu kommen, das die drei Perspektiven, nur ausschnittsweise genannt, zusammenbringt. Im Ukraine-Krieg ist die militärische Beratung im Kernbereich eigentlich tatsächlich erforderlich. Und dann gibt es für Deutschland sofort wieder zwei Ebenen. Es gibt auf der einen natürlich die NATO-Dimension, die für uns als den Prototyp eines Bündnisstaates und der Bundeswehr als dem Prototyp einer Bündnisarmee, denn der einzige Grund, warum die Bundeswehr existiert, ist, damit sie Teil der NATO ist und damit Deutschland in die Westintegration kam, und das gilt im Grunde ungebrochen bis heute hindurch. Aber national ist natürlich, haben wir auch unsere Interessen und unsere Ziele, die werden ja nicht irgendwie, verschwinden ja nicht in einem Bündnis oder in einer Integration. Im Falle der Ukraine haben wir interessanterweise auch auf eine vollständige Integration unserer Aktivitäten in den Bündnisrahmen verzichtet. Die militärische Unterstützung für die Ukraine läuft nicht im NATO-Rahmen, sondern sie ist am Ende eine bilaterale Vereinbarung, die man natürlich versucht, mit einigen Friktionen zu koordinieren. Das kann man am Ende in der Öffentlichkeit mitbekommen, wo das manchmal etwas knirscht. Aber es ist eine bewusste Entscheidung, die das Verhältnis und die Unterstützung zur Ukraine von den NATO-Aktivitäten zu trennen, auch um einer möglichen Eskalation keinen Vorwand zu bieten. Was wird bei der Ukraine gebraucht? Einschätzung zu Potenzialen und Verlauf. Ja, das ist klar. Die Politik will natürlich wissen von den Militärs. Und sie sieht die Militärs auch als die Sachverständigsten dazu an, zu sagen, wie schätzt man das ein? Was bedeutet das? Was kann man daraus prognostizieren? Die spannendste Frage überhaupt. Dann kommt die Frage abzuleiten aus dem russischen militärischen Handeln, was denn mögliche Absichten Richtung der NATO sind. Das ist mit einer höheren Ungewissheit versehen, ist aber noch entscheidender für Deutschland und natürlich auch im Rahmen der NATO. Und dann soll natürlich die Frage konkreter militärischer Optionen aus dem NATO-Rahmen heraus besprochen werden, was Sinn macht, was wir dazu sagen und wie sich Deutschland in dieses Geschäft einbringt. Das hat Deutschland übrigens in signifikantem Maße, da wir nun diesen wirklich beeindruckenden Vortrag über Stratcom gehört haben, sagen wir mal so, könnte man sagen, das war entweder bei uns mangelhaft oder wir wollten es nicht so publik machen, aber der deutsche Beitrag neben dem Umstand, dass etwa 25% der dem SACEUR zur Verfügung stehenden Kräfte zurzeit deutsche Kräfte sind, ist auch der Umstand der Verlegung von Verstärkungskräften nach Litauen, in die Slowakei, nach Rumänien, nach Polen, und zwar in einer sehr, sehr kurzen, in einer wirklich sehr, sehr kurzen Zeit, waren schon signifikante Beiträge, die auch Deutschland im Rahmen der Abschreckung geleistet hat. Es bleibt aber eine Kernfrage, die nicht definitiv beantwortet werden kann, wie denn die Balance, die strategische Balance zu halten ist zwischen der Unterstützung der Ukraine, an der wir ein originäres Interesse haben, und der wirksamen Abschreckung
durch die NATO, einschließlich natürlich einer Einhegung des Russland-Ukraine-Krieges. Das ist aus ukrainischer Sicht natürlich nicht besonders attraktiv, aber angesichts der möglichen Konsequenzen einer Eskalation des Krieges, auch zu einem Krieg zwischen der Russland und der NATO, ist es natürlich etwas, was bedacht werden muss. Es wäre naiv, das nicht zu tun. Dahinter steht natürlich wirklich die Frage, mit was für einem Krieg haben wir es zu tun? Der Anfang des Krieges war, denke ich mal, ganz offensichtlich ein schneller Niederwerfungskrieg. Das könnte man auch fast Blitzkrieg nennen, der Versuch einer Überwältigung, der natürlich als Unterstützungsleistung Sofortabgaben fast alternativlos machte, weil alles andere keinen Sinn macht. Wenn der Krieg, so wie es jetzt aussieht, sich in einen Abnutzungskrieg wandelt, dann ist die Unterstützungsleistung für die Ukraine natürlich anders zu sehen. Und man muss sich fragen, wie denn die Ukraine in einem länger dauernden Konflikt, wie lange der auch dauern mag, Monate, Jahre. Ich erinnere mal nur daran, dass ein Krieg ähnlicher Intensität zwischen dem Iran und dem Irak, wenn ich mich richtig erinnere, 9 Jahre gedauert hat. Es gibt vielleicht immer noch Menschen, die das in Europa für unmöglich halten. Ich würde das als zeitliche Perspektive nicht von vornherein völlig ausschließen wollen. Aber wenn es sich in diese zeitliche Verlängerung entwickelt, dann ist natürlich die Frage der Ertüchtigung der Ukraine, und zwar in einer sehr komplexen und umfassenden Form, eine entscheidende Frage, damit die Ukraine so einen Krieg überhaupt durchstehen kann, erfolgreich. Aber diese Dinge haben natürlich wieder unterschiedliche Auswirkungen auf die Abschreckung durch die NATO und das Eskalationspotenzial. Also muss das wieder miteinander im Verbund gesehen werden. Da ist die Bundeswehr und das Bundesverteidigungsministerium natürlich nicht allein. Das gilt, denke ich, für alle. Da ist natürlich logischerweise das Bundeskanzleramt in einer führenden Rolle, das Auswärtige Amt und das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, die hier zusammenarbeiten müssen. Und wenn es im Ministerium womöglich mal unterschiedliche Kulturen gibt, die in der Beratung zusammenstoßen, dann kann ich nur sagen, die unterschiedlichen Kulturen, die alleine bei diesen 4 Einrichtungen zusammenstoßen, sind natürlich erheblich. Also jemand, der die Kriegswaffenkontrolle im Bundeswirtschaftsministerium handhabt, bis man auf dem überhaupt zu einem verständlichen Dialog kommt, worüber wir jetzt eigentlich reden, das kann man nicht voraussetzen. Der sagt nicht, nach 3 Minuten habe ich alles verstanden, sondern natürlich gibt es hier institutionelle Verständnisweisen, auch eine Sprache, die unterschiedlich ist, die erst einmal, deren Hindernisse dann erst einmal überwunden werden müssen. Militärische Beratung ist Expertenberatung. Das ist nun heutzutage, ja, listening to professionals, in diesem Sinne allerdings für die Politik gemeint, ist Expertenberatung. Es gibt aber einen signifikanten Unterschied oder ein Spezifikum militärischer Beratung. Militärische Beratung ist gleichzeitig oder erfolgt durch die Leute, die auch eine Durchführungsverantwortung haben. Die Virologen, die uns in der Corona-Pandemie beraten haben, hatten keine Durchführungsverantwortung. Militärs haben aber für das, was sie beraten, dann, wenn sie beauftragt werden, eine Durchführungsverantwortung. Das macht den Ratschlag oder ändert den Charakter des Ratschlages natürlich ganz verständlicherweise. Er erfolgt in der Regel zur Verärgerung der Medien und auch von Teilen der Öffentlichkeit, auch von Teilen der politischen Öffentlichkeit, nicht öffentlich. Das wird immer wieder kritisiert. Warum die Generale nicht viel mehr erzählen und sagen, wie sie die Welt sehen. Ich glaube trotzdem, dass es richtig ist, dass wir uns diesem Vorwurf aussetzen, aber dass die eigentliche Beratung der Politik zunächst einmal nicht öffentlich erfolgt. Es fällt einem manchmal schwer, sich vorzustellen, wie das funktionieren soll. Andererseits kann man diese Beratung nicht ohne Öffentlichkeit durchführen, denn zu irgendeinem Zeitpunkt muss man die Öffentlichkeit ja mitnehmen und dieser Zeitpunkt sollte klug gewählt sein. Insofern ist es auch nicht eine Geheimaktion, wo das Militär völlig schweigend ist, überhaupt nichts erklärt und am Ende tritt ein Politiker auf und versucht dann zu erklären, was ihm die Militärs, wozu die Militärs ihren Beitrag geleistet haben. Wenn Sie mich fragen, wo liegt denn der größte Mangel auf der militärischen Seite, dann ist es die Dominanz militärisch-taktischen Denkens, weil es das ist, was wir die meiste Zeit tun und weil wir darin auch gut sind.
Was lernen wir vom ersten Tag? Militärisch-taktisches Denken. Was ist der größte Mangel bei der Politik? Es ist im Grunde genommen auch politisch-taktisches Denken. Denn der Politiker ist natürlich tagtäglich nicht darin gefordert und sein Erfolg misst sich nicht darin, strategische Visionen zu verkünden. Der Politiker wird tagtäglich daran gemessen, wo er erfolgreich ist, wo er seinen Wählern, seiner Partei belegen kann, ich bin ein erfolgreicher Vertreter dieser Partei und das ist ein Tagesdruck, den auch der Politiker unterliegt. Beide Bereiche haben also eine Herausforderung darin, den Freiraum zu finden, strategisch zu denken, strategische Führung überhaupt zu entwickeln. Ich glaube nicht, dass das in Deutschland ein Spezifikum ist. Ich glaube, dass das überall der Fall ist. Aber das zu überkommen, ist wirklich schwierig. Denn institutionell ist das eine Hürde, die am Ende Erziehung auf beiden Seiten macht, dass es manchmal halt vielleicht das Tagesgeschäft eben doch nicht so wichtig ist und von dem man sich befreien muss und sich mit strategischen Fragen beschäftigen muss. Es ist also neben Expertise und Kompetenz auch eine persönliche Vertrauensbasis erforderlich. Ich glaube nicht, dass militärische Beratung möglich ist ohne eine Vertrauensbasis. Nur eine persönliche Vertrauensbasis erreicht es, dass ein Politiker am Ende natürlich selbst nach 5 Nachfragen oder nach 50 Nachfragen sagen muss, das nehme ich jetzt so an, weil am Ende weiß ich nicht wirklich, wie viele Laufrollen die Panzerhaubitze hat und ich glaube Ihnen jetzt mal, dass das auch egal ist. Ist es ja auch. Aber das muss der Politiker natürlich auch wirklich glauben. Was das Ziel sein muss dieses Dialoges, ist es, in der Politik das notwendige Ausmaß an Verständnis für die militärischen Mittel zu erwirken, aber umgedreht beim Militär auch, gerade heute, aber ich glaube, dass das überhaupt nicht so sehr ein heute Phänomen ist, nur ist der aktuelle Druck größer geworden, zu verstehen, welchen Anteil das Militär an der Kriegsführung oder an der Konfliktführung, Konfliktlösung hat. Wir hatten Professor Schufstein ganz kurz auf dem Gang gesprochen über die Bedeutung des Ersten Weltkrieges. Tatsächlich glaube ich auch und sehe ich es auch, dass der Erste Weltkrieg gerade die Entgrenzung der Kriegführung als epochale Veränderung mit sich gebracht hat und wir seitdem als Militärs mit der Teilmenge Kriegführung ringen. Das hatte der von mir früher zitierte Moltke noch nicht so nötig. Der konnte sagen, Krieg ist meins und damit hat sich das erstmal. Dass der Bismarck das so nicht gesehen hat, steht auf einem anderen Blatt, aber Moltke konnte das zumindest dann niederschreiben. Auch ist darauf hinzuweisen, dass militärische Beratung in aller Regel das Produkt einer Abwägung ist. Das Militär wird nur ganz selten und kann auch nur ganz selten definitiv sagen, dass es so und das ist so, sondern in der Regel sind die Vorschläge die Abwägung verschiedener Vor- und Nachteile. Das ist für die Politik häufig unattraktiv und auch nicht ganz leicht zu handeln. Aber es liegt in der Natur des militärischen Handwerks, dass eben Vor- und Nachteile immer vorhanden sind und dass das Ergebnis nicht ein eindeutiges Produkt ist, alle Vorteile sprechen hierfür. Das kann man in irgendwelchen Bildern mit roten und grünen Punkten so darstellen, als gäbe es eine kausale Ableitung. Ich glaube, wir alle hier im Raum wissen, dass das nicht zutrifft. Am Ende ist es das persönliche Urteil, was dazu führt, was der Militär dem Politiker vorschlägt. Und dann bin ich wieder bei der Vertrauensbasis, wenn der Politiker dann diesem Militär nicht vertraut, dass dieses persönliche Urteil zumindest das Beste ist, was dieser Mann oder diese Frau bringen kann, dann wird es vermutlich nicht funktionieren. Immer wieder stelle ich fest, dass Sprache ein riesiges Problem ist. Und ich rede jetzt nur Deutsch im deutschen Raum. Der Begriff planen bedeutet zum Beispiel für Politiker etwas völlig anderes als für uns. Wir planen ständig, also die Uniformierten hier, wir planen ständig und für uns ist Planung in keinster Weise das Vorweggreifen von Entscheidungen. Das ist im Sprachgebrauch für einen Politiker, zumindest in Deutschland, völlig anders. Der empfindet das Wort, sollten wir das jetzt mal planen, wie, das habe ich also jetzt entschieden und jetzt plant ihr das. Da sieht man, dass Sprache und Kulturen
eben hier auseinandergehen und es nicht ganz einfach ist, die zusammenzubringen, weil der Blick des Politikers auf ein politisches Risiko, da existiert jetzt ein Plan, etwas völlig anderes ist als das, was der Militär sagt. Ich brauche diesen vorbereiteten Plan, sonst kann ich später nicht tun, was ihr von mir wollt, zumindest nicht in der Zeit. Darüber sich auszutauschen, ist natürlich schwierig, wenn die Politik nicht grundsätzlich versteht, dass militärische Dinge eben auch ihre Zeit brauchen und zum Teil sehr komplex sind. Entscheidend für politische Beratung, für die politische Beratung, die militärische Beratung der Politik ist also die Ausgestaltung des Zugangs zur Politik. Wer macht das? Da habe ich schon von der Vertrauensbasis. Zu welchem Zeitpunkt? Wie eingebunden wird das Militär in diese Dinge und in welchen Formaten? Und meine Empfehlung wäre es, dort sowohl Formate zu wählen, die der Politik genehm sind, aber die Politik aufzufordern, sich auch auf Formate einzulassen, die dem Militär genehm sind, selbst wenn es fürchterliche PowerPoint-Vorträge sind, die man dann ja vielleicht ein bisschen kürzen kann. Aber um zu verstehen, wie das Militär denkt, ist es halt wichtig, dass man sich auch auf die Denkweise und die Vortragsweise der Militärs einlässt. Ist aber nicht einfach. Nach meiner Erfahrung reagieren da einige von vornherein sehr allergisch drauf und dann empfehle ich dringend für die Militärs, darauf zu verzichten und einfach auf den mündlichen Vortrag zu wechseln. Der funktioniert dann meistens immer. Ich hatte angesprochen, was misst den Erfolg? Das eine ist tatsächlich der politische Bedarf für präsentierbare Erfolge. Man mag die Unterstützungsmaßnahmen, die Deutschland gemacht hat, sozusagen in ihrer strategischen Kommunikationswirkung kritisieren. Ich glaube, das tun jetzt bis hin zur Ministerin einschließlich alle, dass nicht jeder Schritt glücklich war. Aber es lag offensichtlich ein Missverständnis vor, was ein präsentierbares Ergebnis ist. Und man kann vielleicht im Nachhinein nur einfach sagen, man sieht, welcher Druck da ist, für Politiker Erfolge zu präsentieren, irgendetwas zu präsentieren, was gemacht worden ist. Darauf müssen wir Militärs natürlich Rücksicht nehmen und entsprechende Lösungen auch liefern und die Politik da entsprechend beraten. Man sollte ganz eindeutig als Erfolgskriterium sehen, dass sichtbare Brüche zwischen Politik und Militär nicht sichtbar werden. Also der Bruch von McChrystal mit Truman wurde sichtbar und endete mit der Ablösung McDouglas. Endete eben mit der Ablösung des einen, weil es keinen Bruch geben darf in der politisch-militärischen Führung. Wenn wir auf den Ukraine-Krieg kommen, dann stellen wir fest, dass 2022 deutlich erfolgreicher war aus NATO-Sicht als die 2014 und 2008. 2014 und 2008 wirkte der Westen desorganisiert, er wirkte tatsächlich umfassend strategisch überrascht und nicht in der Lage, in irgendeiner Form von Konsens zu Gegenmaßnahmen zu kommen. Erst nach längeren Konsultationen und nicht ganz einfachen Prozessen erfolgte das. 2022, denke ich, wird der aufmerksame Beobachter gesehen haben, dass die NATO fundamental anders reagierte. Sie tat das und das ist, sagen wir mal so, sicherlich für diese Konferenz eine erfreuliche Aussage. Sie tat das, weil sie sich mittlerweile eine Strategie zugelegt hatte. Um es mal ganz simpel zu sagen. Sie besaß eine Strategie. Ja, die Militärstrategie war erlassen worden und als Ergebnis der Militärstrategie hatte Shape das Konzept für die Deterrence and Defense of the Euro-Atlantic Area erlassen. Und auch wenn das Produkt eingestuft ist, kann man sicherlich so weit gehen und sagen, die Maßnahmen, die ab dem 24. Februar erfolgten, waren auf diese Art und Weise von vornherein in ein strategisches Gesamtkonzept der Abschreckung eingebettet. Ja, sie verliefen schnell,
Wir Deutschen konnten schnell reagieren, konnten schnell unsere Beiträge, die wir hatten, jenseits dessen, was wir der NATO ohnehin angezeigt hatten, weil es diesen strategischen Rahmen gab, in dem man sich einfügte. Dabei kann ich mir vorstellen, dass der ein oder andere sich gar nicht darüber im Klaren war, dass er innerhalb dieses strategischen Rahmens agiert hat. Nichtsdestotrotz ist festzustellen, dass der strategische Rahmen da war und die Nationen sich dem auch zumeist sehr bruchlos und unkritisch eingefügt haben. So erschien, glaube ich, oder ist die Abschreckung der NATO Richtung Russlands vom ersten Moment an sicherlich sehr erfolgreich gelaufen. Warum, was war so schwierig? Ich glaube, ein Punkt, der sehr schwierig war für die westlichen Nationen, ist die Idee der hybriden Competition statt Friedenszustand als Dauerzustand zu akzeptieren und damit auch bereit zu sein, in diesem hybriden Wettbewerb mit Russland eben auch schnell zu reagieren, weil eben dieser Wettbewerb stattfindet. Ich denke, es war eine bemerkenswerte Leistung des damaligen General Skaparotti, dass er es geschafft hat, aus den Formulierungen das Wort Peace herauszuverhandeln, so ist das ja in der NATO, und dafür das Wort Competition zu finden, das für die 30 NATO-Länder akzeptabel war. Gar keine einfache Aufgabe, und mein eigenes Land ist da nicht eines der einfachen in dieser Beziehung, muss ich ehrlich sagen. Aber er hat ein Wort gefunden, dem sich alle anschließen konnten und mit dem die NATO den Realzustand des Verhältnisses zu Russland beschreiben konnte und auf dieser Grundlage eben dann auch gemeinsam agieren konnte und einen strategischen Konsens herstellen konnte. Zum Schluss drei Punkte. Wenn man mich jetzt fragt, gut, worum sollte man sich bemühen? Ich glaube, um strategische Beratungsfähigkeit, militärisch-strategische Beratungsfähigkeit zu erhöhen, ist es wichtig, die inhaltliche Expertise zu steigern. In der militärischen Beratung. Da wir ja hier auch über Ausbildung und Vorbereitung sprechen, es ist von entscheidender Bedeutung, ja, dass die Offiziere, die strategisch beraten sollen, ja, dass sie über die inhaltliche Expertise verfügen, einen strategischen militärischen Ratschlag zu geben oder dauernd zu beraten, um die Realität zu beschreiben, der ins Auge nimmt den gesamtstaatlichen Rahmen. Wenn dieses Verständnis fehlt, ist nach meiner Einschätzung das Risiko sehr groß, dass auch der Ratschlag ins Leere läuft. Die Vermittlungsexpertise muss hoch sein. Und da bin ich wieder bei dem Dialog von Kulturen und Expertisen. Wenn ich nicht verstehe, wie ein Ministerialbeamter des Ministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit, sprich Entwicklungshilfe, tickt, dann endet ein Dialog womöglich ganz früh. Aber beide Ministerien müssen jetzt vielleicht nicht aktuell im Ukraine-Krieg, aber in anderen Konflikten müssen eng zusammenarbeiten, müssen einen strategischen Konsens herstellen. Diese Vermittlungsexpertise halte ich also für wichtig. Und dazu muss man sich eben auch der Sprache der Politik und der Formen der Politik so weit annehmen können, dass man darin kommunizieren kann, ohne sich natürlich selbst aufzugeben. Und dann bin ich bei dem Punkt, es geht nicht um einen militärischen Ratschlag. Es ist nicht so, dass man sagen kann, heute ist der 24. Februar, die Russen haben die Ukraine überfallen, übermorgen strategischer Ratschlag an die Verteidigungsministerin und übermorgen dann Auftrag erfüllt, ja, jetzt kümmern wir uns wieder um was anderes, ja, keine Ahnung, Einsatzbereitschaft, müssen wir uns immer darum kümmern, ja, aber das ist dann durch dieses Thema. Es geht um eine dauerhafte Beratung. Das liegt in der Natur des Krieges, muss einem aber auch klar sein, dass das Produkt eben wahrscheinlich nie fertig ist des militärischen Ratschlages, sondern immer ein laufendes Produkt ist, bei dem man eben auch zugeben muss, der Krieg hat sich geändert oder wir haben es falsch eingeschätzt. Ganz ehrlich, natürlich, zwischen dem 23. Februar und dem 25. Februar mussten wir sagen, haben wir auch, da lagen wir wohl nicht so ganz richtig. So nebenbei sagen wir, also die Amerikaner lagen absolut richtig
und wir nicht so ganz. Ja, nicht so ganz. Also wir haben nicht mit dem totalen Frieden gerechnet, möchte ich auch mal sagen. Aber wir lagen nicht so Zielmitte wie die Amerikaner. Und in der Bewertung. Und das sollte man sich aber auch eingestehen. Und ich sage, eigentlich haben wir irgendwie doch recht. Das sieht nur gerade mal ein bisschen anders aus. Das wird sich schon noch entwickeln in die Richtung, an die wir glauben. Dazu muss man also bereit sein. Und wenn ich das abbinden sollte, hatte ich ja am Anfang zwei Zitate, würde ich ein Zitat eines echten Strategen an das Ende meines Vortrages stellen, der das eigentlich nochmal deutlich macht, wo man sagt, okay, eigentlich ist es total simpel, aber das Simple in diesem Fall ist eben doch sehr, sehr schwierig. Und ich nenne erst das Zitat und dann sage ich, wer es ist. Es kommt nicht darauf an, die Zukunft vorauszusagen, sondern darauf, auf die Zukunft vorbereitet zu sein. Und vorbereitet zu sein heißt, rechtzeitig und ausreichend darüber zu sprechen. Und das Zitat stammt, deshalb sage ich, von einem echten Strategen im wortwörtlichen Sinne, weil das Zitat Perikles zugeschrieben wird. In meinen Augen aber das Wesen strategischer, militärisch-strategischer Beratung schon sehr schön umschreibt, auch wenn die Bedingungen, unter denen Perikles gearbeitet hat und geführt hat, doch sehr verschieden waren von unseren. Damit bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und stehe natürlich gerne für Fragen oder Anmerkungen, Widerspruch zur Verfügung. Vielen Dank. Das war sehr zielführend zur Thematik dieser Woche. Könnten Sie vielleicht noch, Herr General, etwas erläutern, wie man sich das vorstellen muss? Das heißt, wenn ein militärischer Ratschlag kommt, kommt er schriftlich, marschiert der Vier-Sterne-General zum Kanzler oder zur Ministerin oder geht die mit dem Team? Wo findet das statt? Gibt es da eine Führungseinrichtung? Sie haben ja auch schon gesagt, am Tag X oder X plus 2 sieht das anders aus, fortgeschritten. Könnten Sie das vielleicht noch ein bisschen mehr illustrieren? Das wäre ja sehr lieb. Das will ich gerne tun. Es ist quasi, jetzt muss ich das natürlich auf meine eigene Erfahrung beschränken, und das ist die Erfahrung im Bundesverteidigungsministerium auf der deutschen Seite. Der militärische Ratschlag kommt in mehreren Formen, in unterschiedlichen Formen. Er kommt, ich denke mal, gerade in Krisensituationen vor allem mündlich, und ich fange mit dem Verteidigungsministerium an. Er erfolgt dort jetzt berufe ich mich auf das, was mir der Generalinspekteur erzählt hat, er erfolgt dort auf der einen Seite in einem kleinen Kreis des Generalinspekteurs mit der Ministerin und der engeren Leitung des Hauses. Er erfolgte dann, eigentlich kann man sagen, täglich, in der heißen Phase täglich in einer größeren Runde, in der die Abteilungsleiter dabei waren, die Leitung des Hauses, die Abteilungsleiter und dann natürlich noch entsprechende Fachleute, die über einen Zeitraum täglich von 30 bis 60 Minuten über die Lage gesprochen haben, Einschätzungen gegeben haben und dann beraten haben, was man wie machen kann, besprochen haben, was von Shape kam, Alarmmaßnahmen, ob sie umzusetzen sind, was das bedeutet. Das ist also dieser Teil. Die Taktung dieser Ereignisse hängt im Grunde dann ein bisschen von der Geschwindigkeit der Krise ab. Das wird eigentlich ein bisschen fallbezogen, dann auch verlängert oder verkürzt, je nachdem. Es findet logischerweise auch eine Beratung des Kanzlers statt oder des Kabinetts. Nach Aussage des Generalinspekteurs, ich hoffe, das nimmt er mir jetzt nicht übel, wenn ich das verrate, aber ich glaube, das ist kein kritisches Geheimnis, sagte er, er wäre jetzt in den Tagen der Ukraine-Krise so oft im Bundeskanzleramt gewesen und hätte mit dem Bundeskanzler gesprochen und Teilen des Kabinetts, wie er es in seiner gesamten Zeit vorher als Generalinspekteur nicht getan hätte. Also auch da ist die unmittelbare militärische Beratung fand in einer durchaus hohen Frequenz statt. Das erfolgt in aller Regel alles mündlich. Gott, wir sind Militärs, also mündlich heißt natürlich immer, PowerPoint-Folien haben wir natürlich immer bereit. Es gibt parallel natürlich laufend
den ministeriellen, nenne ich mal, Stabsgang, wo nun Vorschläge und Vorgehensweisen zum Beispiel zur Unterstützung der Ukraine mit Material auch dann verschriftlicht werden. Das geht ja auch gar nicht anders, weil es natürlich dann schon komplexere Fragen gibt. Wir geben Panzerhaubitze 2000 ab. Das haben wir nicht so richtig gerne gemacht. Also der Ukraine gönne ich sie ja. Aber aus Sicht der Bundeswehr fällt es einem Militär natürlich sehr schwer zu sagen, ach, wir geben mal Gerät ab. Und das muss natürlich dann aufgearbeitet werden, auch in schriftlicher Form. Denn am Ende ist uns, denke ich, allen klar, die Abgabe eines Waffensystems, das die aufnehmende Armee weder kennt noch hat, ist ja nicht einfach, Leute, wir stellen euch jetzt x Panzerhaubitzen 2000 an die Grenze, dann könnt ihr die abholen und dann dürft ihr was damit machen. Sondern es gibt natürlich dahinter steht natürlich logischerweise die Ausbildungsfrage, die haben wir ja jetzt gerade abgeschlossen. Die Ukrainer sind ja auf dem Weg zurück. Es steht aber eben auch die Frage, wenn wir euch das Gerät geben, wie stellen wir sicher, dass die logistische Kette funktioniert, Instandsetzung, Ersatzteile, Munition. Jeder weiß, na vielleicht nicht jeder, dass die Ukraine an sich 152 mm Geschosse verschießen, denn sie haben natürlich sowjetische Artilleriegeschütze oder 122 mm. Die NATO hat 155 mm. Also entsteht bei der Ukraine natürlich jetzt durch die Lieferung westlicher Artillerie ein Munitionsbedarf, den die Ukraine nicht aus eigenen Fabriken zurzeit, schätze ich mal, befriedigen kann. Diese Fähigkeit wird sie dann erst aufbauen müssen. Also stellen sich auch solche Fragen, solche komplexen Fragen. Die werden dann in aller Regel schriftlich bearbeitet und bedürfen natürlich auch jetzt nicht nur der ministeriellen Arbeit und des ministeriellen Zusammenwirkens, sondern natürlich auch der Rückfrage in die gesamten Streitkräfte. Also so, wenn das so etwa Ihre Frage beantwortet, so muss man sich das vorstellen. Ich fange mit Herrn Knappe an und dann. Herr Rohrschneider, Sie sprachen ja in der Ukraine-Situation, im Ukraine-Krieg an, dass der militärische Ratschlag nicht einmal gegeben worden ist, sondern sich entwickelt und im Grunde genommen täglich neu entwickelt. Und dass der Generalinspekteur dort gegenüber der Ministerin, der Leitung und dem Kanzler auch in einem ständigen Dialog ist. Wie handeln Sie das im Moment im Ministerium? Auch mit Blick auf 6 Inspekteure, 6 Organisationsbereiche. Machen Sie das in der normalen Stabsarbeit? Oder haben Sie ein Führungselement entwickelt? Ich will jetzt gar nicht fragen, welche Lehren Sie daraus ziehen. Das ist sicherlich komplexer und steht in der Zukunft an. Aber wie machen Sie es im Moment ganz praktisch? Also ganz praktisch machen wir es in der überwältigenden Masse aus der Linie des Ministeriums. Es wurde aufgestellt ein Lagezentrum im Leitungsbereich, das in allererster Priorität allerdings tatsächlich dem Namen nach dafür sorgt, die Leitung mit der aktuellen Lage zu versorgen und wiederum umgedreht den Informationsfluss nach unten sicherzustellen. Ich hatte das angesprochen, ja, militärische Stabsarbeit und ministerielle Stabsarbeit sind nicht identisch. Das kann im Friedensdienst so entstehen, dass Stäbe im nachgeordneten Bereich das glauben und anfangen, Dinge mitzuzeichnen oder sowas, halte ich für völlig falsch. Das ist aber nun mal so eine Randnotiz. Aber es gibt dort tatsächlich eine Herausforderung. Und das Bundesministerium der Verteidigung ist natürlich auch eine militärische Führungseinrichtung, die mit diesem Wechsel sich nicht ganz leicht tut. Das will ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, es gibt wahrscheinlich auch nicht wirklich eine richtige Ideallösung. Insofern ringen wir tatsächlich ein bisschen mit dieser Fragestellung, ob man das aufbauorganisatorisch oder ablauforganisatorisch implementieren sollte. Denn die ersten 6 Wochen waren schon extrem belastend, weil die ministerielle Stabsarbeit zum Teil schlichtweg nicht die Geschwindigkeit von Stabsprozessen erzeugen kann, die aber erforderlich ist.
Das zu überkommen ist angesichts unserer Fokussierung auf schriftliche Produkte in der ministeriellen Arbeit, dass es schriftliche Produkte sein sollten, eine Herausforderung. Würde man auf mündliche Produkte umgehen und die Ministerin sagt, das ist es, was ich will, okay, alle haben zugehört, das machen wir jetzt so. Das ist aber in deutscher ministerieller Stabsarbeit nur schwer umzusetzen. Da ist die Philosophie halt schlichtweg eine andere. Also das ist eine Herausforderung. Das ist eine Herausforderung, die wir zurzeit nur improvisiert lösen. Und ich gehe fest davon aus, dass die Leitung, die eigentlich ja die Bestandsaufnahme der Bundeswehr gemäß Koalitionsvertrag vor der Brust hatte und noch vor dem 24. Februar dachte, das reicht als Aufgabe für die Legislaturperiode schon mal, ist das schon mal gar nicht schlecht, eine Bestandsaufnahme und dann zu sagen, was machen wir jetzt? Das machen wir ja weiter, das muss ja parallel laufen. Dann den Ukraine-Krieg. Aber ich gehe schon davon aus, dass es einen Zeitpunkt gibt, wo man sich dann nochmal die Struktur des Ministeriums anguckt und sich fragt, sind wir da wirklich richtig aufgestellt oder sollten wir danach bessern? Ja, also ich denke, dass wir die Fragestellung nochmal haben, bekommen werden. Dann würde ich jetzt Herrn Willothard. Hat es in drängender Lage Verschiebung gegeben in Verantwortungsbereichen von Ressorts? Zum Beispiel die Frage 30 mm Munition und die Schweiz und so weiter. Wer hat da die Verhandlung geführt und so weiter? Ja, also man kann natürlich sagen, das ist ein interessanter Punkt. Auch da sieht man zwischen Dynamik und ministerieller Zuständigkeit. Wer grundsätzlich die deutsche Ressortzuständigkeit kennt, weiß, dass der Kriegswaffenexport federführend im Ressort durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz gehandhabt wird, nicht durch das Bundesverteidigungsministerium. Aber wir kennen alle den Effekt, wenn irgendwo ein Uniformierter auftaucht und es wird von Waffen geredet oder sowas, dann ist irgendwie die intuitive Erwartung, dass Waffen, da kennen die sich besonders gut mit aus. Das wird doch irgendwie das Bundesministerium der Verteidigung machen. Ich glaube, letztlich hat die Regierung ein bisschen darauf verzichtet, in einem langwierigen Erklärstück immer wieder der Öffentlichkeit deutlich zu machen, dass die Ressortverantwortlichkeit und die Abläufe in der Bundesregierung vielleicht nicht ganz so sind, wie sie in den Medien zum Teil rübergekommen sind. Die Verhandlungen haben dann zum Teil auch ganz pragmatisch wir geführt, wo sich das anließ. Es zeigt sich natürlich auch, wenn ich nun schon über Herausforderungen gesprochen habe, innerhalb eines Ministeriums, dass die zwischenministerielle, die ressortgemeinsame Abstimmung natürlich noch mal eine deutlich größere Herausforderung ist. Und da stellt sich dann eben doch die Frage, ja, die Briten hatten ja ein War Cabinet, ob die Elemente, die wir da haben, wirklich so weit sind, wie wir sie nützlich haben oder ob man die Elemente, die wir haben, nicht weiterentwickeln sollte. Natürlich hat der Bundessicherheitsrat über diese Dinge gesprochen, über die Waffenexporte und so weiter. Aber auch da kann ich mir vorstellen, dass man diese Frage womöglich nochmal aufgeht. Das hat knirschend letztlich schon funktioniert. Und ich muss auch ehrlich sagen, am Ende hat doch auf der Arbeitsebene ganz moltkisch zumeist der richtige Verantwortliche dann auch die Verantwortung dafür übernommen und die Sache an sich gezogen. Aber das war nicht immer ein einfacher Prozess. Das so Kraft eigener Wassersuppe oder welche Rolle hat dabei die militärische Beratung gespielt? Also ich kann natürlich nicht in den Kopf des Bundeskanzlers kriechen und sage mal aus unserer Sicht, es war, was ihn dazu getrieben hat, das zu sagen, nehme ich an, war seine Lagebeurteilung, das ist fair für mich rein spekulativ. Aber dass er nicht unvorbereitet war,
hinsichtlich der Frage, was braucht die Bundeswehr? Das kann ich sagen, das war er nicht. Der Bundeskanzler war sehr, dem Bundeskanzler war bereits bekannt, so schon aus den Koalitionsverhandlungen, aus der Vorbereitung war dem Bundeskanzler sehr gegenwärtig, welchen Bedarf grundsätzlich die Streitkräfte haben, um die notwendige Einsatzbereitschaft zum wirkungsvollen Beitrag zur Abschreckung und Verteidigung Europas zu leisten. Also die Zahl 100 Milliarden war keine Idee der strategischen Kommunikation, zu sagen, 100 Milliarden ist eine Zahl, die haut alle vom Hocker, sondern das ist schon eine abgeleitete Zahl, hinter der Analysen und Überlegungen zu Mängeln der Ausstattung oder nicht erfolgter Ausstattung der vergangenen 10 Jahre stehen. Also insofern kann ich sagen, war der Kanzler, hat nicht in einer Nacht- und Nebelaktion gesagt, 100 Milliarden, damit wird es wohl hinhauen, sondern der Hintergrund war tatsächlich ein fachlich begründeter. Ja. Okay, Herr General, ich darf herzlich für diesen herausragenden Vortrag danken. Sie haben punktgenau auf die Schnittstelle hingearbeitet, uns dazu Wissen und lichtvolle Einblicke aus der wirklich praktischen Sicht der obersten oder oberen Führungsebene gegeben. Ich glaube, es hat sich das Bild zur Arbeit, zur Funktion der Schnittstelle im Zusammenschau mit dem, was General Schröter gesagt hat, was General Knappe gesagt hat, mit Ihrem Vortrag verdichtet. Man hat gesehen, dass also hier ein militärisches Denken auf ein Ziel zusteuert, und auch aus 3 Perspektiven. Für mich würde es ja ein ganz interessanter, aber natürlich hier nicht mehr abzudeckender Diskussionsbedarf ergeben, insbesondere zwischen von Ihnen dargestellten Soll. Die Regierung möchte Optionen vorgelegt kriegen mit Vor- und Nachteilen. General Knappe hat gesagt, ich bin nicht ganz sicher, ob die Regierung solche Vorschläge auch immer hören will, mit dem, was General Schröter sagt. Also genau das ist das Problemfeld, wo ich so denke, dass vielleicht Militär doch auch wieder genötigt werden kann, ein fertiges Paket, ohne den Politiker die Schwierigkeit der Wahl zu machen, vorzulegen. Aber ich glaube, in diesen Eckdaten, die hier diskutiert worden sind, würde es eine ganz spannende und noch vertiefendere Diskussion ergeben. Ich darf noch einmal herzlich für diesen lichtvollen Vortrag danken und darf Ihnen, meine Damen und Herren, ich habe versucht, den Zeitplan wieder ein bisschen flott zu kriegen, muss Ihnen aber jetzt trotzdem auf jeden Fall auch mit Rücksicht, General Amitrohr, hoffe ich, er wird uns das nachsehen, dass wir uns 8 Minuten Pause gönnen und um 17 Uhr zum Vortrag General Amitrohr wieder da sind, um mit der Zeit nicht allzu sehr auszuufern. Dankeschön.